Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka und heute ist Mittwoch, das heißt eine neue Spielevorstellung und nein, es ist nicht The Secret of Monkey Island. Ich wollte aber diese Musik nicht verstreichen lassen, wenn sie schon mal mit dabei ist. Es geht heute um Antstream Arcade. Das ist eine Plattform, auf der man zum momentanen Zeitpunkt 1200 Retro-Spiele spielen kann. Und jetzt gehe ich hier mal raus. Auch wenn die Musik, eigentlich darf man diese Musik nicht abbrechen. Aber es geht um Antstream Arcade. Genau, ich werde dieses Video ein bisschen aufteilen und euch im ersten Teil, ich werde ein paar Marks unten machen, also ihr könnt dann jumpen in der Timeline hin und her springen und werde am Anfang ein bisschen erklären, was das ist, wo man es bekommt und wie es so funktioniert. Dann gehen wir durch die Spieler ein bisschen durch, weil ich glaube, das ist die eigentliche Geschichte, ob man sich entscheidet, da mal reinzuschauen oder nicht. Was gibt es denn für Spiele? Das sind größtenteils, wie gesagt, also es ist vom Super NES, Amiga, es gibt auch die Arcade-Klassiker, wirklich eine ganze Reihe, C64-Spiele und so weiter. Insgesamt sind es 1203 momentan. Das wächst noch. Und da gehen wir so ein bisschen durch die Liste. Das ist der zweite Teil und im dritten Teil spielen wir dann ein paar Spiele an. Also ein bisschen aufgeteilt hier heute die ganze Geschichte, weil es jetzt keine klassische Spielevorstellung ist, wie man das so kennt. Aber fangen wir damit an, was das eigentlich ist. So, und dazu gehen wir als allererstes auf die Homepage www.antstream.com. Hier seht ihr es nochmal, ich werde das hier oben wegblurren, meine Privatgeschichten hier. So, das Ganze ist ein eigenes System, also das ist nicht auf Steam oder sonst irgendwas, sondern man lädt sich hier eine eigene App runter und streamt dann quasi diese Spiele. Also es ist ein Streaming-Service, quasi das Netflix für Retro-Games, könnte man sagen. Da gibt es ein paar Probleme, beziehungsweise Internetverbindung ist wirklich wichtig, dass man eine sehr, sehr schnelle hat. Ansonsten gibt es Probleme, aber dazu später vielleicht ein bisschen mehr. Momentan ist das unterstützt für Windows, Mac, Android, Linux, Amazon Fire und Nvidia Shield. Daran seht ihr schon, man kann es sowohl auch auf dem Handy spielen, dann mit Touch-Eingabe, als auch auf PC, als auch auf dem Fernseher und so weiter und so fort. Man lädt sich eine eigene App runter, das hatte ich schon gesagt. Das Ganze ist ein freier Service in Anführungsstrichen, er ist werbebasiert. Man kann aber anfangen zu spielen. Ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, wie krass die Werbung ist. Die Jungs haben mir einen Pro-Account zugeschickt sozusagen, den ich jetzt 3 Monate kostenlos benutzen darf. Vielen Dank dafür, aber ist ja auch Werbung für euch. und wie viel Werbung da kommt, kann ich euch deswegen nicht sagen. Wenn man einen Pro-Account macht, der kostet irgendwas um die 10 Euro rum pro Monat. Ob es das wert ist, das sei mal dahingestellt, da werde ich später was zu sagen. Das ist wirklich eine Geschichte für Leute, die gerne in der Vergangenheit schwelgen. Also ich habe viel Spaß gehabt, aber es gibt auch noch ein paar Probleme. Das Ding muss man hier halt runterladen, man installiert das Ganze, man muss sich einmal anmelden und dann kann es relativ schnell losgehen. Es gibt, oder wartet mal, wir gehen mal wieder zurück in die App. So, und da sind wir wieder zurück. Also, man macht sich natürlich ein Avatar, man legt ein Profil an, wie man das so kennt. Es gibt hier eine ganze Reihe von Sachen, die sie zusätzlich machen. Also es gibt jetzt hier auch Achievements, wie man das von Steam kennt. Es gibt Challenges, also das Ganze ist auch eine E-Sports-Geschichte, wo dann wo man gegeneinander spielen kann oder wo man eben bestimmte Highscores gegeneinander austauscht und so weiter und so fort. Es gibt jetzt nicht unendlich viel, was man hier einstellen kann. Momentan ist auch alles auf Englisch, was jetzt bei den alten Spielen nicht ganz so schlimm ist. Also klar, Monkey Island, das wäre schön, wenn man das auf Deutsch hätte. Das ist jetzt hier nur auf Englisch, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch sage. Aber es ist trotzdem eine ganze Reihe von Spielen, die man hier sich anschauen kann. Das läuft dann ja einfach vom Rechner und wie gesagt, das Ganze wird gestreamt, also man spielt quasi auf deren Rechnern und das ist dann dementsprechend, das habe ich gerade eben schon mal gesagt, das ist mit der Eingabegeschwindigkeit oder mit dem Lag, das kann durchaus mal passieren. Ich habe jetzt hier unterschiedliche Sachen reingespielt
Und gerade bei diesen Actionspielen, wenn man jetzt schnell irgendwie mit der Maus irgendwelche Sachen abballern muss, dann kann es durchaus passieren, dass es mal einen Lag gibt und dann zieht die Maus viel zu spät hinterher und dann macht das Spielen wirklich keinen Spaß. Also man muss eine richtig gute Internetverbindung haben und dafür kriegt man aber eine Menge alter Spiele. So, ganz kurz noch, es werden unterschiedliche Eingabegeräte unterstützt. Wie gesagt, wenn man es also auf dem Handy spielt, dann ist das Ganze Touch-basiert. Das habe ich nicht ausprobiert, da würde ich wahnsinnig werden. Aber es geht auch mit der Tastatur vor allen Dingen, da geht es auch am besten, würde ich sagen. Controller sind unterschiedlich unterstützt. Ich habe jetzt hier einen Xbox 360 Controller, das funktioniert ziemlich gut. Und Maus geht auch, die ist bei mir zumindest, ich habe jetzt so eine ganz Billo-Standard-Maus hier. Die hat ziemlich gelaggt bei den meisten Geschichten. Aber gut, schauen wir auf die Spiele. Also, ich gehe jetzt hier relativ ruhig durch. Ihr müsst selber ein bisschen gucken. Ich werde jetzt die Sachen vielleicht immer mal sagen, die ich früher mal gespielt habe und die ich dann spannend finde. Aber es geht eher darum, dass ihr seht, was hier alles so dabei ist. Und wenn ihr jetzt richtig Bock habt oder richtige Retro-Freunde seid und hier irgendwas seht, was ich einfach übergehe und ihr das nochmal sehen wollt, es ist durchaus möglich, dass ich dann nochmal sage, komm, ich mache nochmal einen Abend, ihr habt jetzt irgendwie 20 Spiele genannt, da gucken wir überall mal 2-3 Minuten rein, das wäre kein Problem. Schreibt es mir auf, außerdem interessiert mich, was ihr gerne gespielt habt früher, weil es oft ja sehr, sehr unterschiedlich ist, was man sich da damals so raubkopiert hat. So, also bei mir fällt, also Alien Breed fällt mir als erstes auf hier. Das habe ich auf jeden Fall gespielt, so ein Top-Down-Shooter-Ding. Avenger, Airstrike, ganz alte Atari 8-Bit-Geschichten sind hier auch noch mit dabei. Was haben wir hier? Alpha, nochmal ein Alien Breed vom Amiga, noch ein Alien Breed vom Amiga. Das ist, glaube ich, der zweite und das ist der dritte oder weiß ich nicht, Special Edition. Aftermath, Attack of the Mutant Camels, kenne ich überhaupt nicht, aber es finde ich, ist ein guter Titel auf jeden Fall. So, wir haben Boulder Dash, Bubble Dizzy, Bubble Bobble haben sie auch auf jeden Fall. Das ist nochmal so ein richtiger Klassiker. Barbarian. Ich war halt voll der Amiga-Spieler, ne? Deswegen werde ich jetzt hier eher auf die Amiga-Spiele auch abfahren hier. Ich gehe mal so ein bisschen schneller durch, dass wir da jetzt nicht ewig, aber ihr könnt ja sonst auch nochmal Pause machen, dass ihr seht, was hier alles so dabei ist. Ich übersehe jetzt bestimmt, da ist Bubble Bobble. Das ist super, da spielen wir gleich mal kurz rein. Boulder Dash haben wir schon gesagt. Bunny, was haben wir hier noch? Creatures, das erste Creatures war tatsächlich auf C64 noch die erste, eigentlich so eine Lebenssimulation, ja, mit so Viechern. Merkwürdiges Spiel, aber es war irgendwie auch damals zumindest ganz toll. Kadaver fand ich auch super damals. Combat Zone kenne ich nicht. Es gibt wahnsinnig viele Spiele, von denen ich nie was gehört habe. Centipede, so ein ganz alter Klassiker aus dem Arcade. Haben wir hier einen Screenshot? Nein, leider nicht. Also es gibt schon, jetzt, wo sind wir jetzt? Na doch, da sind wir wieder. Centipede. Was haben wir hier noch? Dizzy. Hier, wie hießen das? Crystal Kingdom Dizzy kenne ich nicht, aber es gab ein anderes Spiel mit diesem Ei, was man da gespielt hat. Das habe ich auch gespielt. So, was haben wir noch? Da ist das Original-Kadaver nochmal. Shop Sui. Cannon Fodder vom Mega Drive. Cannon Fodder, super geiles Spiel. Auch so ein Top-Down-Ding, so ein Echtzeit-Top-Down-Shooter mit so einer kleinen Truppe, die man da so durch die Gegend führt und halt Leute umbringt. Sowieso ist mir aufgefallen, als ich hier nochmal reingeguckt habe, wie brutal teilweise diese Spiele waren, die natürlich, politisch völlig unkorrekt und so weiter, aber na gut. Double Dragon. Das ist auch, also das, da habe ich noch nicht reingespielt jetzt, aber in so eine Action-Dinger, genau. Und wenn dann ein Lag kommt, ne, wenn man dann nicht, wenn dann die Figur nicht reagiert, während man gerade verprügelt wird, dann ist es wirklich frustrierend. Deswegen nochmal, es muss eine Internetverbindung da sein, die ordentlich was aushält. So, sind wir schon mal bei E immerhin. Elektra, was haben wir hier noch? Earth Defense. Encounter, diese alten,
die ersten 3D-Spiele sozusagen. Auch irre, wenn man sich das nochmal anschaut. 11 habe ich auch gespielt. So, Frightmare, Firestorm, was haben wir denn hier noch? Full Control, ja, ja, die ganzen alten. Ich glaube, es ist sogar Karate. Ja, gucken wir gleich, ob das mit da ist. Aber die ganzen alten Kampfspiele, da sind auch einige von dabei. Leider sind hier nicht ganz so viele für, ich gehe davon aus, Fire Forget 2 ist auch cool, dass ihr auch vielleicht mehr so Wirtschaftssimulationen oder Strategietitel gespielt habt. Da sind nicht ganz so viele dabei, aber es gab auch weniger, muss man sagen. Aber so deutsche, gute alte deutsche Wirtschaftssimulationen, die fehlen hier leider. Grand Prix, na klar, der Klassiker schlechthin, was Autorennspiele angeht. Allerdings auch ziemlich mies, wenn man das sagen. Also, ich habe hier reingespielt, GBR Rally, das hatte ich auch. Allerdings auf dem Amiga, die C64-Variante sieht echt ein bisschen mies aus im Vergleich. Aber, also wirklich. Also es ist schon eine Reise in die Vergangenheit. Hostages. Geil, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass sie das auch haben. Allerdings auch C64-Variante. Da würde ich mir jetzt auch die Amiga-Variante, weil die sah wirklich gut aus. Also für 1986 oder wann kam das raus hier? 88 für den C64. So, wo sind wir? A, B, C, D, F, G, H. Da müssen wir doch schon gewesen sein. Na, ich mache einfach mal weiter hier. Da ist Hostages. Man hat hier immer zwischendurch schon auch so einen kleinen Lag. Also ich kenne das selber von, ich habe selber auch schon mit eigenen Mods beziehungsweise mit eigenen Emulatoren und so weiter alte Spiele auf meinem Rechner gespielt. Und man ist immer wieder erstaunt, wie krass das den Rechner belastet, so zu tun, als wenn er ein alter Amiga wäre. Ikari Warriors, auch cool. Auch so ein altes Impossible Mission kennt man auch. Jack the Ripper ist mal so ein Adventure, auch nicht schlecht. Und insofern, man ist da schon immer ein bisschen irritiert teilweise, wie krass das die Hardware beansprucht. Kick-Off. Ich habe Kick-Off 2, ich glaube, das ist auch dabei. Kick-Off, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das sieht aus wie Kick-Off 1 und Kick-Off 3. Ich weiß nicht, wo Kick-Off 2 ist. Aber das war das Computerspiel meiner Wahl in Top-Down-Sicht. Das waren noch Zeiten. Immer nur so Punkte mit so zwei kleinen Füßen, aber es hat richtig Bock gemacht. Laser Zone Little Puff, Laser Force Law of the West. Was haben wir noch unter M? Das x-mal dieses Ei hier. Ja, auch unpolitisch Cover gab es auch schon, politisch inkorrekte Cover. Ja, dann erstaunlich, Monkey Island 1 und 2, jeweils in der Amiga-Version, sind hier mit dabei. Megalomania, das ist mal ein Strategietitel, immerhin. Und dann seht ihr hier ja auch wirklich die ganzen, was so aussieht wie Donkey Kong hier, die ganz alten C64-Sachen, Monster Munch, was so ein Pac-Man-Klon ist. Pac-Man ist auch mit dabei. Miami Chase, Mortal Kombat ist dabei in der Arcade-Variante. Können wir auch mal, das können wir auch, habe ich noch nicht ausgetestet. Nuclear Countdown kenne ich wieder nicht. Nebulous, ach, warte mal. Ja, es gibt hier immer nur diese, aber doch das AO, da spielen wir gleich mal rein. Da spielen wir rein, wenn das funktioniert. Nebulous muss ich mir eigentlich aufschreiben, aber jetzt gehe ich hier erstmal weiter. So, Outcast ist nicht das Outcast, von dem man jetzt schon mal gehört hat, sondern ein anderes. Das wäre auch viel zu neu. Operation Thunderbolt, das sind diese, und Operation Wolf, genau, das sind diese unglaublich brutalen Dinger, wo es natürlich nur irgendwie wilde Terroristen gibt, die man umbringt wie nichts Gutes, POV auch. Also einfach immer mit der Maus draufklicken und Granaten werfen und abballern. Wahnsinnsziege, was man damals alles so gemacht hat. Pinball Dreams, das ist ziemlich cool. Das haben sie interessanterweise aufgeteilt auf jeden einzelnen Tisch. Aber Pinball Dreams war auch eine Sache, die ich viel gespielt habe vor langer Zeit. Persian Gulf Inferno habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich auch gespielt. Also, ihr seht's. Pinball Mania, viel Pinball hier gerade. Was haben wir hier noch? Rugby Boss. Kenne ich alles nicht hier gerade.
Aber wie gesagt, C64 hatte ein Kumpel von mir, da bin ich manchmal rübergegangen, aber ich glaube, da, ich kann mich nur noch an Paperboy erinnern. Aber alles andere habe ich vergessen. Rampart, das ist auch mal wieder ein Strategietitel, ausnahmsweise. Auch gar nicht schlecht, habe ich jetzt allerdings nicht nochmal reingespielt. Es gibt auch Spiele, wo man so denkt, so, oh geil, ja, das war damals cool. Und dann machst du die an und denkst nach einer Minute, ach nö, ich glaube nicht. Ich glaube, die Zeit ist dann doch irgendwie vorbei. Also das passiert mir schon auch hier immer wieder. Speedball und Speedball 2 ist mit dabei. Das ist ein super Sportspiel. Also so leicht in der Zukunft, so ein bisschen American Football mäßig mit Rugby mit drin und man bringt sich da wirklich halb um dabei. Aber das hat auch große Laune gemacht. Wie gesagt, immer vor langer Zeit. Man muss das schon ein bisschen einordnen. Stagecoach, ich glaube, das habe ich auch mal gespielt. Spielt man so eine Postkutsche. Es gab Spiele, die gibt es gar nicht. Dann so ein paar Star Wars Spiele. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das sind alles so Side-Scroller, Jump-and-Run-Geschichten. Steiger, nee, ich dachte gerade, das wäre der Steiger Hotelmanager. Den habe ich nämlich damals auch gespielt. Space Invaders, das ganz, ganz alte Space Invaders, ist hier auch mit dabei. Eine Stargate-Umsetzung, keine Ahnung. Stormlord, das habe ich neulich auch mal, das habe ich schon auf meinem eigenen Emulatorensystem gespielt. Was haben wir denn noch? Jetzt sind wir bei T, wir sind bald durch. Ich habe bestimmt viel übersehen hier. Ja, Last Ninja. Das war auch ein richtiger Superseller damals. 1, 2, 3 ist hier, glaube ich, mit dabei. Monkey Island, wie schon gesagt. Chaos Engine kennt man auch. Theater Europe ist, glaube ich, auch nochmal Strategie, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Was durchaus sein könnte, ist alles schon eine Weile her. So, Papa Coppa Toilet Trouble. Interessant. Wie gesagt, es gab Spiele, die gibt es gar nicht. Was haben wir hier noch? Eurydium, UFO, Void Runner, Vampire. Vampire's Empire, das habe ich auch gespielt. Das habe ich, glaube ich, auch nie verstanden. Es gibt so viele Spiele, die ich damals nicht verstanden habe und einfach gespielt habe. Das alte Worms, Whizball, da habe ich auch schon mal reingespielt. In unterschiedlichen Varianten. Ah ja, okay. Ich habe in die C64-Variante reingespielt. Das gibt es aber auch nochmal auf dem Spectrum und nochmal auf dem Amiga. Einmal Winter Games haben wir, aber es fehlt, da ist nochmal Winter Games, einmal Amiga, einmal Spectrum und es fehlt aber diese ganzen World Games und das ist nämlich eine andere Winter Games Geschichte, das ist nicht die Winter Games Geschichte. Es fehlt also World Games und Summer Games und so und California Games und was es da alles gab, das fehlt. So, und jetzt sind wir unten angekommen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen mehr entdeckt als ich. Was ich hier gerade noch gesehen habe, ist Weird Dreams. Auch so ein Spiel, was ich nie verstanden habe und aber irgendwie cool fand vom Aussehen her. Aber das soll es jetzt mit dem Überblick gewesen sein. Das sollten die 1200 Spiele gewesen sein. Ihr seht schon, also es sind nicht ganz 1200. Es gibt oft mal Dinge, die auf unterschiedlichen Systemen einfach drauf sind. Und ich weiß, dass sie das deutlich erhöht haben seit Beginn. Es gibt das Ganze, glaube ich, schon seit 2 Jahren oder sowas. Und sie sind dabei, es zu verbessern und das hier weiter aufzufüllen. Also vor ein paar Monaten waren es noch 1100, da haben sich ein paar wieder mit dazugepackt. Gut, dann spielen wir mal in so ein paar Sachen rein. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Bubble Bobble. Wartet mal, ich gehe mal direkt hier, ich gucke mal, ob ich das jetzt direkt rankriege. Ich gucke mal, ob mein Controller jetzt hier auch funktioniert. Also, Bubby und Bobby. So, und dann sind wir hier, dann zeigt er uns immer einmal, wie das funktioniert. Ah, wichtige Sache, man kann diese Tastaturbelegungen oder Gamepad-Belegungen nicht ändern. Es gibt keine Möglichkeit, eine eigene Tastaturbelegung zu kreieren. So, wir können uns da bewegen, da geht's los, damit jump ich, damit schmeiße ich meinen Bubble raus. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert hier. Und wie meine Internetverbindung gerade ist. So, ich werfe einen virtuellen Coin rein. Und diese Musik, ne, also diese alten Musiken. So, das ist ein sehr lustiges, Spielchen. Wo man... Oh, er ist schon rot. Ich bin aber schlecht, gleich im ersten Level. Also, man weiß ja, dass die alten Spiele auch oft sehr, sehr schwer sind.
Aber das gehört eigentlich jetzt nicht dazu. Also, dass ich hier schon gestorben bin, ist ja furchtbar. So, und das geht Level für Level. Das kann man hervorragend auch zu zweit spielen. Und man muss mal diese Roboter einbobbeln. Und die lassen dann das... Boah, gerade so. So. Genau, und irgendwann werden die Jungs rot. Diese Roboter. Und werden dann dementsprechend schneller. Ja, und jetzt müsste ich wissen, was stand da am Anfang? Arcade war das, ne? Oh, was konnte man nochmal mit dem Blauen machen? Das habe ich vergessen. Ich glaube, man kann da drauf lang hüpfen. Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal die da weghauen. Ja, haben wir den auch noch gekriegt. Alles klar. Oh, na, jetzt bin ich schon wieder. Ich wollte probieren, wie das mit diesen Bobbeln funktioniert. Ich glaube, man kann da eigentlich drauf hüpfen. Komm runter, Junge. Ich krieg dich. Aber, also ich meine, es ist auch schon albern, ne? Aber es ist irgendwie lustig. Es hat viel Spaß gemacht. Aber das ist wahrscheinlich viel Erinnerung. Es ist schon viel einfach. Oh, oh, oh. Jetzt wollte ich wieder probieren. Ah, ich habe es geschafft. Okay, Schwein gehabt. Irgendwo kann man... Ah, habe ich ihn auch noch gekriegt. Sehr gut. Jetzt liegen da oben die ganzen Bananen rum. Da muss ich nochmal hin. So, und ich glaube, jetzt habt ihr das Spielsystem verstanden. Das geht auch ewig so weiter. Es gibt schon noch weitere Sachen. Und bei mir fängt einfach die Nostalgie an, wenn ich diesen Song höre. Also Song ist übertrieben, aber diese Geräusche. Oh ja, Wasser gibt es auch noch. Wie ging das denn nochmal? Da. Dann geht das Wasser los, wenn man da drauf hüpft. Oh, jetzt hat es mich selbst erwischt. Jetzt falle ich gleich oben durch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Ah, gleich nochmal. Ja, siehst du, ist doch lustig. Es ist doch lustig irgendwie. Komm, Junge, ich komme hinter dir her, bleib ja da unten. Genau, habe ich dich. Und jetzt gibt es einen großen Eiscremebecher. Mmh, lecker. Okay, liebe Leute, ich gehe hier nochmal raus. Wir machen nochmal ein bisschen weiter. Wir müssen auch in was anderes reingucken. Also, das hat jetzt wunderbar funktioniert. Hier gibt es, wie gesagt, diese Highscores und so weiter. Ich habe übrigens den alten E.T. vom schlimmsten Spiel der Welt hier als Avatar genommen. Aber gut, Monkey Island würde jetzt zu lange dauern, habe ich am Anfang gezeigt. Das ist eben schon in der Amiga-Variante und relativ träge dann auch. Was können wir noch machen? Oh, hier, Rolling Thunder zum Beispiel. Also es gibt so viele Spiele, ne? Hallo? Achso, da muss ich nochmal drauf. Genau, spielen wir da nochmal. Und... gucken hier, das sind jetzt zwei, die, also das Ding hat auch eigentlich ziemlich gut funktioniert. Wartet mal, muss mal, genau. Das ist einfach, man rennt hier in der Gegend rum. Ich kann, glaube ich, da hochjumpen, jawohl. Und letztlich ist es das schon, ne? Ich meine, es wird immer mehr, aber ihr kennt ja die Spiele, die alten Arcade-Teile. Wollt ihr hochspringen? Lasst mich ja in Ruhe. Oh, das war eigentlich nicht so gedacht. Ich wollte eigentlich schießen und nicht hüpfen. Ja, ja, so läuft das. So liefen die Spiele. Und Gott, habe ich das lang gespielt. Schwein gehabt. Oh, es läuft ziemlich gut gerade. So gut war ich schon... Na, willst du hochkommen? Ich kriege euch alle. So, da unten kann ich mir... Oh, nein! Kann ich mir was rausholen? Nämlich... ein Maschinengewehr. Oh, falsch. Und dann ist man schon tot und stirbt auch oben. Und man fängt immer wieder von vorne an. Diese Dinger sind so fies. So, ich mache das jetzt nicht weiter, sondern ich gucke natürlich, dass wir noch zumindest noch ein drittes Spiel... Was haben wir denn noch so? Ach, es gibt so viel Kram hier. Das macht überhaupt keinen Sinn, da immer so ganz kurz reinzuspielen. Aber man kann schon Spaß haben. Ah, doch, ich zeige euch noch was. Nämlich ein Problem, was zum Beispiel auch zwischendurch auftaucht. Also, ich mache mal hier die Winter Games an. Wo auch erstmal hier, ja, so, ist ja nicht so viel, was man da machen kann. Winter Games, fang an. Das ist auch lustig. Das sind eben die Epics Winter Games. Das waren nicht die von, oh, das weiß ich nicht mehr. Knaller, ne, diese Animation. Und vor allen Dingen jetzt, guckt, wie sie sich freut und yeah, ein X macht. Okay, ich breche das auch ab. Hier habe ich nämlich was zum Beispiel
gesehen. Ich werde mich mal Slow nennen einfach. Dann kann man sich eine Nation auswählen. Das kennt ihr auch noch. Was habe ich denn immer? Irgendwas fand ich mal gut. Ich nehme mal Russland. Aber ich werde das jetzt auch mal abbrechen, um das nicht in die Länge zu ziehen. Aber wie gesagt, es ist ja eher nostalgisch. So, das ist korrekt. Ich bin hier alleine. Jetzt können wir uns eine Sache mal... Was habe ich denn? Bisher habe ich das... Oh, Figure Skating war furchtbar. Komm, ich mache mal einen Speed hier. Das ist das gute alte Joystick-Rütteln eigentlich, ne? Links, rechts, links, rechts. Und ich bin schon gleich 10 Kilometer hinterher. Aber er wird gleich langsamer. Ja, offensichtlich hilft er mir. Also, das funktioniert wunderbar. Ist alles kein Problem. Jetzt gehe ich gehe gleich zum Biathlon und zeige euch ein Problem, was ich dann gefunden habe. Jetzt gerade ist die Eingabe wirklich sehr, sehr, sehr flüssig. Das hängt bestimmt damit zusammen immer, also wie gesagt, eigene Internetverbindung, ob bei denen gerade der Rechner brummt oder nicht. Ich denke, dass das... problematisch ist. 30 Sekunden und 7 und wir haben voll gewonnen. Sehr gut. Ich breche hier nochmal ab und gehe nochmal zum Biathlon. Und da hat eine Sache überhaupt nicht funktioniert. Also es gibt schon, also zum einen weiß ich hier immer nicht, wie das so ordentlich geht. Also hier ist auch wieder links, rechts, aber den Berg komme ich nie hoch. Links, rechts kommen. Links, rechts, dann nach unten drücken. Ach, man kennt das, ne? Ich weiß nicht, wie man das ewig gespielt hat. Schnell links, rechts, weiß ich auch nicht. Bringt auch irgendwie nichts. Also den Berg hoch ist eine schwierige Aufgabe beim Biathlon. Das kann aber gut sein, dass das jetzt nicht am Spiel liegt, sondern eher daran, dass ich nicht mehr weiß, wie das nochmal funktioniert hat. Welcher Rhythmus da der richtige ist. Na, jetzt geht's ganz gut. Und dann kommt man hier rüber. Und jetzt bin ich mal gespannt. Genau, jetzt drücke ich nämlich den Feuerknopf. Da passiert überhaupt nichts. So, liebe Leute, jetzt muss ich hier nochmal reinschneiden, denn ich habe dem System Unrecht getan. Ich habe nämlich nicht gesehen, ihr seht, unten rechts steht Empty. Man muss das laden hier. Dann funktioniert das hier wunderbar. Ich habe euch jetzt gar nicht gezeigt. Ich hatte ein Problem, weil ich gedacht habe, der reagiert nicht. Aber das tut er hier wunderbar. Insofern ist alles gut. Ist alles gut mit Winter Games. Aber das nächste Spiel, was ich euch zeige, da gibt es wirklich ein Problem. Aber hier wollte ich euch ein Problem zeigen, das gar nicht besteht. Das musste ich jetzt kurz hier noch hinterher reinschneiden, weil ich es dann in der Aufzeichnung gesehen habe, wo mein Fehler lag. Es ist manchmal gar nicht so einfach zu wissen, wie diese Spiele so funktionieren. Ne? Also früher, wie gesagt, ohne Anleitung meistens ja und dann so Strategiespiele, der Wahnsinn, was man so gemacht hat. Aber das funktioniert. Unser Herz rast, aber ich muss nur erstmal laden. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt versteht, was ich hier für ein Problem hatte. Vielleicht nicht, ist auch nicht so wild. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit noch einem anderen Spiel. So, und jetzt probiere ich mit euch, weil es gerade so gut funktioniert und ich jetzt so oft gesagt habe, es laggt, schaue ich nochmal in eins von diesen schlimmen Action-Spielen rein. Und dann schauen wir doch mal. Also ja, wie gesagt, es gäbe noch 3 Milliarden Sachen, die man, Mortal Kombat müsste man auch eigentlich mal anspielen, ne? Aber komm, wir nehmen mal dieses furchtbar politisch unkorrekte Operation Thunderbolt einmal, denn das habe ich gerade vorher einmal angespielt und das ging überhaupt nicht. Jetzt seht ihr, also die Maus, naja, es ist besser als vorher, deutlich besser als vorher, aber trotzdem, ihr seht, wie es jetzt ruckelt. Ihr hört wahrscheinlich auch, dass die Mucke gerade abbricht. Jetzt springt es komplett auf die andere Seite. Das ist bei diesem Spiel also grauenvoll. Operation initiated. Ja. Rescue all hostages. So ein militaristischer Scheißdreck, ne? Aber gut, okay. So, und wenn man hier in diesem Spiel, genau, und jetzt seht ihr, da wackelt hier der Kram zusammen. Man sieht die. So, ich treffe hier nichts mit der Maus. Und es fängt alles an zu wuscheln und machen und tun. Und hier verschmiert alles. Man sieht nichts mehr. Also das funktioniert offensichtlich überhaupt nicht. Und es kann jetzt sein, dass meine Internetverbindung irgendwie überlastet ist. Aber so langsam ist die jetzt auch nicht. So, jetzt können Sie mich gerne umbringen, weil ich sehe schon gar nichts mehr.
Also insofern muss man wirklich sagen, und vielleicht ist das ja die Stelle des Fazits an dieser Stelle, also, es macht Spaß, es ist ja umsonst erstmal, ne? Deswegen ausprobieren kann gar nicht schaden, da mal reinzugucken und ein paar Sachen auszuprobieren. Es gibt immer noch, das kennt man ja aber auch, wenn man selbst schon irgendwann mal mit einem Emulator gearbeitet hat und probiert hat, so ein altes Spiel mal zum Laufen zu kriegen oder in der DOS-Box, wobei das ziemlich gut funktioniert, die alten PC-Spiele in eine DOS-Box zu packen. Das ist immer dann, irgendwo funktioniert dann doch wieder ein Knopf nicht oder irgendwo ist doch irgendwas zu langsam oder zu schnell oder genau, es gibt auch die altbekannte Geschichte, dass irgendwas auf einmal in Zeitraffer abläuft, weil dann doch der Rechner viel zu schnell ist dafür und so weiter und so fort. Und diese Probleme hat es hier auch immer mal gelegentlich schon jetzt beim Reingucken in, ja, keine Ahnung, 10, 15 Spiele habe ich jetzt vielleicht mal so angemacht. Insofern ist da auch Frustpotenzial mit dabei, dass man dann sagt, oh ja, geil, das Spiel war so schön früher und dann spielt man das und es funktioniert irgendwie nicht, weil es entweder nicht reagiert oder sonst was. Also, eine vorsichtige, oh, Marble Madness, das ist auch schön gewesen, so ein Murmelspiel. Also eine vorsichtige Empfehlung für Menschen, die gerne mal wieder das spielen möchten, was sie in ihrer Jugend gespielt haben oder gerne mal gucken möchten, was früher mal Leute gespielt haben, dann kann man da schon mal reingucken und hat bestimmt mit einzelnen Spielen auch großen Spaß. Man darf nur nicht erwarten, dass hier alles hundertprozentig funktioniert. Das tut es nämlich noch nicht. Ich denke, die sind dabei. Ich glaube, es ist eine Firma aus Japan, wenn ich mich nicht völlig täusche, die das initiiert haben. Und Atari ist da irgendwie mit eingestiegen und hat ein paar Sachen hier vergeben. Es gibt eine schöne Gruppe von Sachen. Man kann mal reinschauen. Es ist ganz lustig. Es ist, glaube ich, nichts, wofür ich jetzt 10 Euro im Monat ausgeben würde. Und ihr müsst mal selber gucken, ob die Werbung einen umbringt, die da kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas ist, also zum einen auf dem Handy sowieso, dass da relativ viel Werbung auftaucht, wie man das so kennt. Und dass dann vielleicht jedes Mal, wenn man ein Spiel startet, dann irgendwie eine Werbung eingeblendet wird. Das müsst ihr aber leider selbst rausfinden. So, liebe Leute, das war's. Und wie gesagt, wenn ihr noch ein paar Spiele hier sehen wollt, schreibt mal rein. Schreibt mal rein, was ihr so kennt. Metal Slug ist ja auch so ein alter Asteroids. Das ist, glaube ich, das ganz Alte. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? So, liebe Leute, ich starte hier noch eine Runde Asteroids. Und wir sehen uns, warte mal, Thrust, Fire, Hyperspace. Hyperspace kenne ich nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war 1979. Oh Gott. Gut. Bis zum nächsten Mal. Komm, ich will noch eins treffen. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.